Hier am Zugang zum Taubental wird das neue Wegkreuz der Salvaterfreunde stehen. Die Halterung für das Wegkreuz wird einbetoniert. Ein Sockel für den Gedenkstein des Salvaterpfarrers Mühleisen wird hier hergerichtet. Der Gedenkstein ist einfach zu schwer für uns. Da brauchen wir einen Kran. Und noch ein schöner Blumenschmuck. Gut, ja? Gut. Hier in der Garage, in der Bergstraße, wurde das Wegkreuz liebevoll restauriert. Jetzt kommt so rein oder wie? Nein, es liegt vorne drauf. Ah, das Kreuz da vorne, ja. Alles vorwärts, rückwärts, Marsch. Ich kann doch lassen, wir mal. Achso, halt. Und legen wir so. Ich bin dahin, es wird jetzt aufgeladen und zum Standpunkt auf den Salvator transportiert. Guck mal, wo bist du? Bist du dabei? Also komm, zack. Jetzt, zack. Ja. Nochmal. Ja, komm, falls ihr das Auge zu. Gut. So. Ja, ja. Ja, ja. So, ja. So, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, da oben rum. Der Transport durch die Stadt Bünd und hier hoch zum Salvator verlief ohne Blessuren.
Das Wegkreuz wird jetzt hier abgelegt und soll am nächsten Tag mit einem Kran aufgestellt werden. Und genehmigt. Viele Salvator-Freunde sind gekommen, um an dieser Kreuzaufstellung beizuwohnen. Okay. Ja,
Der Schaufel hat die Erde aufhüllen, bis aus dem Rand.